Am Donnerstag ist die schwerkranke 67-jährige Rosmarie Vlies gestorben. Zwei Tage vorher ist sie gegen den Protest von 150 Menschen aus ihrer Wohnung in Reinickendorf zwangsgeräumt worden. Und das, obwohl ihr Ärzte bestätigt hatten, dass bei ihrem Gesundheitszustand eine Räumung unzumutbar ist. Und trotzdem ließ sich das Eigentümer-Ehepaar nicht davon abhalten, Rosmarie aus der Wohnung schmeißen zu lassen. Obwohl klar war, dass die 67-Jährige dann obdachlos würde. Und trotzdem entschieden die Richterin, dass geräumt wird, dass es keinen Räumungsschutz gibt aufgrund der Gesundheit, des Gesundheitszustandes. Trotzdem entschied die Gerichtsvollzieherin, ihren Job einfach zu machen, ohne Rücksicht auf die Umstände zu nehmen. Sie entschied, sich Amtshilfe von der Polizei zu holen. Und die Berliner Polizei machte ihren Job. Wie man sie kennt, setzten sie ihren Auftrag mit einem martialischen Aufgebot an Polizeikräften um. Es wurde also geräumt. Eigentümerinnen, RichterInnen, Gerichtsvollzieherinnen und Bullen sind mitverantwortlich für Rosmaries Tod. In diesem Land und in diesem System machen alle einfach ihren Job. Aber wir machen da nicht mehr mit. Wir setzen uns dem entgegen. Wir sind widerständig, denn dieses System ist menschenverachtend. Es geht in dieser Demo auch darum, zu zeigen, wir sind nicht nur traurig, wir sind einfach auch wütend und es geht weiter mit unserem Protest gegen Zwangsräumung, gegen Verdrängung und gegen diese ganze Scheiße, die hier tagtäglich passiert und die Menschen das Leben kostet. Wir sind heute hier und demonstrieren mit wahrscheinlich über 800 Leuten gegen Zwangsräumung. Es passieren 22 Zwangsräumungen am Tag in Berlin. Das ist also ein massives Problem. Haben irgendwie alle Leute auf den Boden geschmissen und also es sah aus, als wäre das total geplant gewesen. So. Wir finden es einen politischen Skandal, was hier passiert. Und wir glauben natürlich auch, dass dort Vorgaben gegeben wurden, dass wir versucht werden sollen, einzuschüchtern, dass sie versuchen, uns fertig zu machen. Wir lassen uns aber nicht fertig machen, wir werden weitermachen. Wir werden natürlich immer weiter unsere Aktivitäten machen, auch weitere Demonstrationen. Aber die heutige Demonstration können wir nach dem, was hier passiert ist, nicht weiter durchführen. Da sind wir den Verletzten auch schuldig. Die Demonstration ist hier beendet. Beendet worden durch polizeiliche Schlägerbanden in Uniform. Diese Demo, also eine friedliche Demo gegen steigende Mieten und Zwangsräumungen, die hier brutal von der Polizei angegriffen wurden. Bewusst
obdachlose Leute wurde medizinische Versorgung verweigert. Bewusstlose Leute wurden in Polizeifahrzeuge verschleppt. Das ist menschenverachtende Schweinerei, was hier läuft. Diese Demo ist jetzt beendet. Bitte passt auf euch auf. Wir kommen wieder.